herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe heute frei und dann geht mir das Filmen ja immer vormittags ein bisschen besser von der Hand, wenn ich hier sturmfreie Bude habe und die Jungs vormittags noch nicht da sind. Mal gucken, wie sich das im Laufe des Tages hier entwickelt. Eine Sache habe ich nicht bedacht und die hört ihr vielleicht schon. Bei uns in der Wohnanlage wird eine Wohnung renoviert, saniert, wie auch immer. Und das ist teilweise ziemlich laut. Man hört hier immer so ein Gehämmer. Es war aber schon wesentlich lauter und schlimmer. Ich hoffe, ich habe heute ein bisschen Glück, dass es hier nicht so stört. Und ja, ich bin schon angezogen hier auf gepackten Sachen sozusagen. Ich muss in die Stadt, will ein paar Sachen besorgen. Autogrammwünsche werde ich einstecken für die Jungs. Zum Postfach werde ich gehen. Ich hoffe, es dauert alles nicht so lange in der Stadt. Ich muss unter anderem eine Überraschung für Stefan kaufen und ja, was ich ihm da mitbringe, an was ich gedacht habe und warum ich ihm was, nein, es ist nicht, keine Überraschung, es ist eher ein Dankeschön oder ja, wie auch immer man das nennt, erzähle ich euch später, wie es dazu kam. So, liebe Leute, jetzt bin ich endlich wieder zurück. Wir haben es 12 Uhr. Es hat so lange gedauert in der Stadt. Hatte ich gar nicht so eingeplant. Und ja, mein schöner, freier Vormittag ist irgendwie schon so gut wie gelaufen, ohne dass ich irgendwas für mich irgendwie gemacht habe. Ich weiß auch nicht, warum mir das immer so geht. Ob ich nicht so gut organisiert bin oder... Oh, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall, ich war zu Fuß in der Stadt, nicht mit dem Fahrrad. Das hat auch schon ein bisschen Zeit gekostet. Ich wusste aber nicht, ob es nachher noch anfängt zu regnen. Ich wollte nicht auf dem Fahrrad da in den Regen kommen. Und ja, ich war erstmal bei Rossmann. Ich habe mir so einen Fusselrasierer gekauft. Habe dummerweise die Batterien vergessen zu holen. Ich hoffe, wir haben hier noch welche. Und zwar ist total ärgerlich mit meiner Übergangsjacke. Die hat hinten irgendwie so eine... Naht, da ist irgendwie, also von innen sind da verschiedene Stoffe irgendwie abgesetzt und diese Naht muss wohl irgendwie so scharf sein, reibt dann immer hinten an meinen Pullovern oder hier auch an dieser Strickjacke und dann ist das immer alles so, ja, es sind keine Flusen, aber so aufgeraut oder sieht aus wie Fusseln irgendwie und sieht nicht toll aus und deswegen habe ich gedacht, mit so einem Fusselrasierer kann man das Problem beheben und muss ich nicht neue Klamotten kaufen. Werde ich nachher mal ausprobieren. Ja, bei Rossmann kaufe ich mir ja immer meine getönte Tagescreme auf Vorrat jetzt. Dann habe ich ein Schuhputzzeug mitgenommen, weil meine weißen Turnschuhe verheerend aussehen und ja, von Stefan und John dieses teure Schuhputzmittel aus den USA, das sollen sie mal selber benutzen, das ist mir viel zu kompliziert. Das ist ja eine Wissenschaft für sich. Dann habe ich einen Deo-Roller mitgenommen und ja, ich nehme den Duft für Herren. Also ich habe früher, kann ich heutzutage gar nicht mehr nachvollziehen, ich habe Parfüm, das Sun gehabt von Jill Sander. Das ist ja so unglaublich süß und schwer. Ich weiß gar nicht, wie mir das so gefallen konnte. Also ich mag lieber so ein bisschen herbere Düfte irgendwie. Natürlich nicht zu männlich, aber doch, das gefällt mir ganz gut. Dann habe ich hier noch feuchte Tücher hier zum Putzen. Das nehme ich gerne im Badezimmer, um mal schnell über die Oberflächen zu wischen irgendwie. Was braucht man noch? Hier diese Gefriertüten hier, Easy Zip oder wie sie heißen. Hatte ich auch nicht mehr. Dann habe ich mich noch abgeschleppt, habe in der Stadt noch Kartoffeln gekauft, weil ich keine Lust hatte, noch extra zum Supermarkt zu müssen. Habe mir dann aber auch noch was geholt und zwar hier von Grashoff. Da mag ich ja so gerne diese Schokoladenaufstriche und da habe ich jetzt ein Weihnachtsgelee entdeckt mit Rotwein, Rum und Zimt, Gelee, Johannisbeer und Orange. Also ich finde, das schmeckt. Es klingt total lecker. Ich überlege gerade, ob ich ein zweites Frühstück einlegen soll, um das mal zu probieren oder ob ich es mir noch aufspare, weil wir haben Anfang November, da muss man das ja noch nicht essen. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen. Dann war ich noch beim Postfach. Da habe ich noch eine Urlaubskarte drin gefunden. Ich glaube, sie heißt Katrin, die uns das geschickt hat von der AIDA. Da war sie und... ja, ich muss mal gucken, das ist eine Zuschauerin von uns.
muss mich gleich mal auf Instagram bei ihr bedanken dafür. Es ist ja sehr, sehr nett. Ja, damit habe ich mich abgeschleppt. Was habe ich noch gekauft? Genau, was habe ich noch gekauft? Das war ja der Grund eigentlich, warum ich in die Stadt gegangen bin, weil ich was für Stefan holen wollte. Und zwar, die Geschichte ging so, wir waren gestern bei Johns früherer Babysitterin eingeladen, die ist jetzt selbst Mama und wir wollten uns das Baby angucken und ja, sie wohnt halt nicht hier um die Ecke, wir mussten mit dem Auto hinfahren und ich fahre ja nicht so gerne Auto und wir hatten eigentlich vereinbart, Stefan fährt hin und ich fahre zurück, ja. Ja, und als es dann an die Rückfahrt ging, ich hatte ja wirklich so gar keinen Bock irgendwie. Es fing an zu dämmern, es sollte ein Regenschauer kommen. Irgendwie, es war alles so, weiß ich auch nicht. Das Auto ist auch noch so neu für mich. Ich weiß auch, dass es verkehrt, sich dann nicht hinter das Steuer zu setzen. Aber also Stefan kann das viel besser als ich. Und ich mache hier Dinge, die ich besser kann. Und ich denke mal, er kann sich hinter das Steuerrad setzen und sicher nach Hause fahren. Naja, auf jeden Fall, wir hatten es anders vereinbart und ich habe ihn dann überredet und habe gesagt, wenn er auch zurückfährt, dann kriegt er eine Überraschung von mir. Und deswegen war ich jetzt in der Stadt. Dummerweise das Geschäft, wo ich hin wollte, dieses hier, hat erst um 11 Uhr aufgemacht. Ich war viel zu früh in der Stadt und dann musste ich ja noch Zeit überbrücken. Und ja, wer mich kennt, weiß, ich bummel dann nicht durch die Geschäfte und gucke mir Sachen an, die ich mir sowieso nicht kaufen werde. Hatte ich überhaupt keine Lust zu. Ich bin dann in den Bremer Dom gegangen. Ich bin so ein bisschen runtergekommen irgendwie aus diesem Stress und habe die Ruhe da genossen. Also ich mag das ja total gerne da drin. Es war auch nicht viel los und ja, ich habe leider hier das Orgelspiel, na, was heißt verpasst? Ich weiß auch gar nicht, wann da gespielt wird irgendwie. Ich habe das einmal durch Zufall erlebt und das war schon beeindruckend irgendwie. Also, na gut, war heute nicht der Fall, muss ich vielleicht nochmal gucken oder mich genauer informieren. Ja, und als der Laden dann auf hatte, wo ich reingehen wollte, habe ich Stefan dann hier so ein Gin-Tasting-Set gekauft. Ich hoffe, man kann das sehen und das spiegelt nicht zu sehr. Er hatte schon mal so eine Box davon, da waren total gute Sachen drin. Und jetzt kann man hier einmal gucken, was da drin ist. Und es sind Bremer Gin-Sorten, also dieser Laden hat auch hauptsächlich Bremer Sachen im Sortiment und ja, ich denke, das wird dem sehr gut gefallen. Da musste ich noch ein bisschen rumlaufen, weil die haben leider keinen Tonic dazu angeboten. Habe ich hier noch 2 Flaschen Tonic dazu gekauft und ja, fand das schon ganz gut. Hatte aber letztens, als ich mit John in der Stadt war, diesen Pullover hier entdeckt durch Zufall und habe gedacht, der würde Stefan einmal von der Farbe total gut stehen. Und was ich finde, mit diesem Stehkragen irgendwie, sowas steht ihm eigentlich auch immer sehr gut. Und ja, der Aufdruck Los Angeles passt auch zu ihm. Er trägt ja eigentlich nur Sachen, wo er auch, wenn da so ein Aufdruck drauf ist, mit dem er auch was anfangen kann. Also wenn da jetzt, was weiß ich, was für eine Stadt drauf gestanden hätte, wo er noch nie war, hätte ich den Pullover gar nicht kaufen brauchen. Ja, mal gucken, was er dazu sagt, ob ihm das gefällt. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Irgendwas wollte ich noch sagen. Habe ich vergessen. Macht nichts. Fällt mir schon wieder ein, ja. Genau, ich packe jetzt erstmal die Sachen weg und komme erstmal ein bisschen runter, glaube ich. So, ich habe gerade einen roten Pullover von mir damit bearbeitet und man sieht, die Fusseln sind ab und Wahnsinn, was da so reingeht. Und damit ihr eine Vorstellung habt, wovon ich spreche, ich hoffe, man sieht das. Irgendwie ist das schwierig für die Kamera. Da sieht man diese ganzen Aufrubbler irgendwie. Und auch das werde ich jetzt mal ordentlich damit bearbeiten. Und ja, ich freue mich jetzt schon über dieses tolle Teil. Das war kein rausgeschmissenes Geld, denn es funktioniert. So, hier kann man das ganz gut sehen, hier, wie das aussieht, was ich meine. Und jetzt schmeißen wir mal das Gerät an. Ja, also auf die Schnelle mal eben. Viel, viel besser. Alles fässt sich auch toll an im Vergleich zu diesem hier. Das muss ich ja noch machen. So sah das ja alles aus.
Perfekt, ich freue mich. So, kommen wir jetzt zur feierlichen Übergabe. Lass dich nicht von der Tüte beirren hier. Könnte auch täuschen. Auf jeden Fall ist das wirklich schwer, was ich für dich als Entschuldigung habe. Oder als Dankeschön. Ich habe schon erklärt, worum es geht. Ach, unglaublich. So, ich hoffe, du freust dich. Ich hoffe, ich habe deinen Geschmack getroffen. Schwer ist es ja. Na, ich bin gespannt. Oh. Es ist nicht das, was du schon mal hattest. Es ist jetzt eine andere Variante davon. Wissen deine Leute schon, was, hier, ja, was das hier ist? Also brauche ich ja nichts dazu zu sagen. Aber gefällt es denn? Ist das eine gute Idee gewesen? Das ist okay, ja. Für so einen ruhigen Winterabend oder Herbstabend, der uns ja bevorsteht. Und jetzt, wo ich Zeit habe, nicht mehr schneiden muss, denn unser USA-Trip, der ist fertig. Und ein netter Mensch namens Günther hat mir so eine Karte gemacht von unserem ganzen Trip. Trip heißt es ja, den wir gemacht haben. Eine Wahnsinnsarbeit. Auch noch was drin. Das war der besagte Pullover, von dem du mal schon mal gesprochen hast. Ja, und ich habe gedacht, ich fand ihn so toll und habe gedacht, wenn er dir gefällt, dann ist das deiner. Und sonst? Ja, muss ich ihn zurückbringen. Ach so. Ja, probiere ich mal an. Sieht gut aus. Ja? Ist so dein Style. Auch ist ja immer wichtig für mich, wenn auf dem T-Shirt was drauf gedruckt ist, muss es mit mir einen Zusammenhang haben. Und das hat es in diesem Fall, weil ich schon mal in L.A. gewesen bin. Das habe ich schon erklärt, das weiß der Zuschauer schon. So, ja. Und wenn man sich wundert... Ich brauche also nichts, wo Surfing USA draufsteht, weil da habe ich nichts mit zu tun mit Surfen. Genau, aber dann bist du aber auch hier, ne? Ein Spitzbub bist du auch. Naja. Passt auch. Ja, vielen Dank. Also wenn du willst, dann kann ich nochmal für dich fahren. Bei solcher reichhaltigen Belohnung dafür. Ja, vielleicht könntest du ja auch mein Video nochmal schneiden. Nee. Mit Schneiden bin ich jetzt erstmal durch. Jetzt habe ich erstmal meine YouTube-Pause mit Schneiden. Für eine Woche lang. Na gut, dann erfreue dich an deinen Geschenken. Das mache ich. Soll ich aufmachen? Nein. Nein, es ist noch kein Herbstabend und auch kein Winterabend. Gut, danke sehr. Ja, der Tag fühlt sich dann doch noch ein bisschen wie Urlaub an, weil wir haben hier gerade ein bisschen andere Atmosphäre beim Abendessen. Ich wollte ja was kochen, hatte extra ja noch Kartoffeln gekauft. Aber wir sind jetzt hier im Mexcal und warten noch auf John, der gleich kommt. Und dann ja, essen wir hier alle drei gemütlich zu Abend und ich habe keine Arbeit mehr. Ach, sieht das nicht vorzüglich aus hier, meine Chicken Chimichangas. Wirklich immer sehr köstlich. Und was ich total gerne mag oder hier kennengelernt habe, ist ja Guacamole. Habe ich früher nie gegessen, wusste gar nichts damit anzufangen. Köstlich und auch der Eisbergsalat. Und also wirklich ein tolles Gericht. Wenn ihr in Bremen seid, hier bei Mexcal, bestellt euch das. So. Ja, ich weiß so viel, dass das die Abschlussansage ist, aber das ist ja auf diesem Kanal zum Glück nicht mein Part. Nee, schade, genau, das hatte ich vor so lauter Sabbeleien nicht gerade vergessen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, kurz und schmerzlos, liken, abonnieren, netten Kommentar da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!